Haut und Knochen. Essen. Hallo? Du musst essen. Hey! Sie muss mich gehört haben. Ich schaue lieber mal nach. Hallo? Haut und Knochen. Essen. Du musst essen. Haut und Knochen. Aufessen. Du musst essen. Du musst essen. Haut und Knochen. Oh Gott. Ich sagte es. Na also. Weine nicht. Es ist nur zu deinem Besten. Besonders Haut und Knochen. Was zum... God. It's good. Anscheinend nicht. Boah, was ist das hier auf dem Tisch? Boah. Das ist bestimmt den seins gewesen. Ah, Schießpulver. Achso, ja, ich spiele mit Maus und Tastatur. Also, falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Aber sonst war hier nichts mehr drin, gell? Das Ding auch nicht der Ausgang.
So, also wir bleiben auf der Straße. Was war das? Okay, die gehen nicht kaputt. Willkommen zur Union. Was denn jetzt? Mobius-Agenten. Also leben doch noch welche. Verdammt. Diese Dinger sind überall. Ich muss da rein und den Kerl ausquetschen. List und Schleichangriffe. Steuerungslinks für Schleichmodus aktivieren. Gegner werden vor allem durch Geräusche angezogen, wenn dich geduckt bewegst. Kannst du das Geräusch deiner Schritte unterdrücken? Mit F einen Schleichangriff kannst du ahnungslosen Gegner von hinten angreifen. Flaschen. Okay. Ziehen, werfen. Das Werfen von Flaschen kann gegen genügend Lärm verursachen, um Gegner abzulenken. Sie können mit Maus 3 im Arsenal ausgerüstet werden. Mit der Fertigkeit Flaschenbrecher kannst du dich aus der Klammerung eines Gegners lösen, wenn du ein neues Spiel wenn du ein neues Spiel auf Einsteiger beginnst, erhältst du eine Fertigkeit automatisch. Okay. Okay, also wenn ich jetzt ein neues Spiel beginnen würde, würde ich die Fertigkeit automatisch bekommen. Entdeckungssymbol. Wenn Gegner deine Anwesenheit bemerken, erscheint am oberen Bildschirmrand ein Entdeckungssymbol in Form des Auges. Abbildung 1. Wenn Gegner dich
endgültig bemerkt hat, öffnet sich das Auge vollständig. Abbildung 2. Sobald ein Gegner auf dich aufmerksam wird, weil du Geräusche verursachst, erscheint Schallwellensymbol. Abbildung 3. Ich hätte jetzt hier gerne die ganze Gruppe, aber... Ach, das sind auch nochmal zwei. Nee, das kriege ich nicht hin. Das müsste eigentlich halten. Hm? Ist der hin? Das kann doch nicht jetzt ja nicht weg sein, oder? Ja, ein paar Chemikalien, kann man doch was zusammenmixen. So, hier ist sie. Ja, hier hat er sich schon mal nicht verschanzt. Wo ist denn der Tisch jetzt hin? Verarschen? Wo bitte ist jetzt der Tisch hin? Da stand doch eben gerade noch ein Tisch, oder? Bleiben Sie, wo Sie sind! Okay, alles ist gut. Nicht schießen. Ich tue Ihnen nichts. Sehen Sie? Nehmen Sie die Waffe runter. Ich bin auf Ihrer Seite. Sie sind nicht von Mobius. Und Sie sind keines dieser Dinge, aber das heißt nicht, dass Sie auf meiner Seite sind. Richtig. Ich arbeite nicht für Mobius. Aber ich wurde von Ihnen hergeschickt. Haben Sie diese Dinger da draußen gesehen? Wozu die fähig sind? Ja, habe ich. Zum Glück hat sich Ihr Partner bereitwillig geopfert, damit Sie entkommen konnten. Er war nicht mein Partner. Er gehörte zum Sicherheitsdienst in Union. Es war sein Job, mich zu beschützen. Und mein Job ist es, ein Hardware-Problem zu lösen. Zum Sterben werde ich hier nicht bezahlt. Ich bin kein Soldat. Ich bin nur ein Techniker. Das sehe ich. Halt! Oder ich schieße! Ein Soldat hätte die Waffe entsichert. Ich sag doch, wir sind auf derselben Seite.
Also nochmal von vorn. Ich bin Sebastian Castellanos. Ich bin O'Neill. Liam O'Neill. Sie sind nicht von Mobius, aber wurden von Ihnen geschickt. Warum? Ich suche nach meiner... Ich will den Kern wiederherstellen. Genau wie Sie. Ach ja? Viel Glück dabei. Ich bin hier fertig. Ich halte hier einfach bis zur Abholung aus. Das wird nicht passieren. Nicht bevor Lily gefunden ist. Wer ist Lily? Hören Sie. Wir stecken hier fest, bis der Kern gefunden ist. Können Sie mir helfen? Wenn Sie mich bitten, mit Ihnen da rauszugehen, vergessen Sie's. Das hier ist ein sicherer Unterschlupf und hier bleibe ich. Klar? Ich habe vielleicht eine Spur zum Kern. Ich habe in der Nähe Signale auf der Frequenz des Kerns empfangen. Wir wollten sie orten, wurden aber angegriffen. Hier, hören Sie mal. Klingt wie ein kleines Mädchen, oder? Still! War sie das? Der Kern? Ich glaube schon. Aber ich habe hier schon alle möglichen seltsamen Signale empfangen. Sie wissen es erst, wenn Sie den Ursprung orten. Wie mache ich das? Ihr Kommunikator kann es auch empfangen. Versuchen Sie es, sobald Sie draußen sind. Wahrscheinlich empfangen Sie draußen auch andere Signale. Könnte nicht schaden, Sie zu verfolgen, um herauszu... Auf keinen Fall. Erst der Kern. Nur so kommen wir hier raus. Also gut. Verbinden wir unsere Kommunikatoren. So kann ich mich melden, wenn ich was finde. Ja, okay. Kann wohl nicht schaden. Die Mission, Ihr Team, Vorräte, starkes Kapitel 3. Resonanzen. Sie stecken hier also schon seit einer Woche fest? So lang schon? Verdammt, hier vergeht die Zeit wie im Flug. Sollte ein einfacher Job sein, rein und wieder raus. Etwa wie, zum Essen sind wir zurück. Aber das ist anders als alles, was ich bisher kannte. Wie meinen Sie das? Seltsame Dinge passieren, wenn ein Kern verschwindet, aber was hier geschieht, ist mehr als das. Hier fällt alles auseinander. Wir haben den Stabilisierungsemitter benutzt, aber er funktioniert nicht. Stabilisierungsemitter, was ist das? Sollten Sie das nicht wissen, wenn Mobius Sie geschickt hat? Okay, dann fragen wir mal nach dem Team. Das Team bestand aus 5 Mitgliedern. Es gab einen Sicherheitsdienst, der uns geholfen hat. Aber ja, im Suchteam sind 5 Leute. Moment, haben Sie gerade Bestand gesagt? Baker. Er ist tot. Puh, überrascht mich nicht. Er hatte ein starkes Signal erfasst und ist dem nachgegangen. Ich sagte ihm, sie sollen uns abholen und die Funde melden, um die gefährliche Arbeit anderen zu überlassen. Aber als Anführer wollte er davon nichts hören. Musste immer den Tapferen spielen. Wissen Sie, es ist ein schmaler Grat zwischen Tapferkeit und Dummheit. Ja, und auch ein schmaler Grat zwischen Vorsicht und Feigheit. Wenn Sie meinen? Hey, ich bin nicht froh, dass er tot ist. Für was für ein Arschloch halten Sie mich? Ich hoffe, den anderen geht es gut. Ich sag Bescheid, wenn ich noch jemanden finde. Das würden Sie tun? Danke, das weiß ich zu schätzen. Da draußen ist es gefährlicher als erwartet. Irgendeine Idee, wo ich Waffen und Vorräte finde? Ich wollte Ihnen ja von diesem Signal erzählen, aber Sie haben nicht zugehört. Jetzt bin ich ganz Ohr. Ich habe gehört, wie sich 2 Mitglieder des Mobius-Sicherheitsteams über Waffenlager unterhalten haben. Vielleicht kommen sie durch Sie an Ausrüstung. Vielleicht können die Ihnen ja noch helfen. Ich denke darüber nach. Kommen Sie, ich bin hier ganz allein. Ich könnte Schutz gebrauchen. Wenn die letzte Wache sich vielleicht nicht für Sie hätte opfern müssen? Wie auch immer. Ich markiere das Signal auf Ihrem Kommunikator. Folgen Sie ihm oder auch nicht. Ist mir gleich. Diese Dinger sind ziemlich zäh. Man braucht viel Munition, um die abzuschütteln. Haben Sie hier auch was Stärkeres? Hier drin nicht, aber draußen könnten Sie fündig werden. Der Ort hier sollte eigentlich friedlich sein, aber Mobius und Feuerkraft gehen Hand in Hand. Wissen Sie, wo ich was von dieser Feuerkraft finde? Da draußen herrscht das Chaos. Sie werden nicht einfach über einen Haufen Waffen stolpern. Aber ich habe draußen was Nützliches bei einem verlassenen Transporter gesehen. Ich markiere die Position. Aber Vorsicht, da ist alles voll mit diesen Dingern.
So, was haben wir denn hier? Schießpulver? Pistolenmunition? Kaffeemaschine. Wenn du Kaffee an einer Kaffeemaschine trinkst, erlangst du deine vollständige Gesundheit wieder. Kaffeemaschinen brauen nach Gebrauch eine weitere Kanne, aber dieser Vorgang dauert eine gewisse Zeit. Da trinken wir erstmal ein Schluckchen Kaffee. Das tut gut. Werkbänke. An Werkbänken kannst du Munition und Gegenstände aus verschiedenen Komponenten herstellen und Waffen mit Waffenteilen verbessern. Aha. Was haben wir da drüben? Da haben wir nochmal Waffenteile. Okay, dann würde ich sagen, basteln wir was zusammen. Aber wir haben doch auch die Automatikwaffe, oder? Die halb automatische. Okay. Erhöht den Schaden aller Waffen derselben Kategorie. Magazingröße. Erhöht die Munitionsmenge einer Waffe verschießen, bevor sie nachgeladen werden muss. Verbesserung betrifft fast alle Waffen einer Kategorie. Halbautomatische Handfeuerwaffen. Handfeuerwaffe mit Feuerstoß. Aber kann ich denn... Du kannst diesen Gegenstand nicht herstellen, da du bereits die maximale Anzahl mitführst. Ah, okay. Wir können 3 Spritzen, können wir. Wir haben Pistolen, Munition. Wir haben 2 mehr. Achso, der verbraucht dann 2, oder? Wow. Wow. Aber da hätten wir mal ein volles Magazin, oder? Okay. Waffe betrifft alle Waffen, okay. Aber improvisieren. Wähle das Improvisieren-Symbol im Arsenalmenü aus, um Gegenstände ohne Werkbank herzustellen. Improvisieren verbraucht mehr Ressourcen als das Herstellen an einer Werkbank und du kannst damit Waffen nicht verbessern. Improvisieren kann nicht als Schnellzugriff auf Gegenstände festgelegt werden. Aber wenn wir jetzt hier Waffentyp wechseln. Ah, verbrauche ich das Doppelte. Okay. Außer Spritzen. Flasche. Ah, hier ist er doch. Magazin 6, Max Reserve 20, maximal 20. Benutzen. Okay, dann haben wir jetzt die Waffe und die kann man doch hier an der Werkbank verbessern, oder?
Anfeuerwaffenverbesserungen verbessern. Schaltet Stufe 2 Verbesserung frei für Feuerkraft, Magazingröße, Feuerrate. Was kostet mich? Ein hochwertiges Waffenteil, okay. So, da haben wir eine Errungenschaft. Okay. Von 100 auf 120, auf 100, von 120 auf 120. Aber Handfeuerwaffen für Stufe 3, 200%. Kritisch. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, kritische Schaden zu verursachen, wenn du die Schwachstelle deines Gegners triffst. 30%. Okay. Also wir müssen das erst freischalten, dann können wir, da haben wir die Möglichkeit, 30% kritischen Schaden zu machen. Das ist auch schon mal gut. Feuerrate, da können wir auch noch mal gucken. Verringert die Zeit zwischen den abgegebenen Schüssen für eine höhere Feuerrate. Von 0,5 Sekunden auf 0,4 Sekunden. Also 10 mal, ja, nochmal 7 auf, okay. Ja, ich will jetzt hier nicht alles vergrößern. Erhöht die Kapazität des Magazins 7 auf 8, 10 Schüsse und okay, also wir können dann bis zu 12 Schüsse hochgehen. Machen wir das mal. Ah, okay. Ja, mal insgesamt Nachladezeiten, okay. Achso, dann müssen wir dann erst Stufe 3 freischalten und dann kann ich das machen. Ah, da kann ich die Handfeuerwaffen. Oh, da muss man aber sammeln, oder? Machen wir Feuerrad, dann nehmen wir auch nochmal mit. Und dann haben wir schon. Okay. Aber kann man hier nicht irgendwo? Achso, aktuelle Komponenten. Das haben wir noch nicht. Ah, hier sind wir reingekommen. Da ist ja das verschlossen. Dann gucken wir noch mal hier rein. Was zum? Wer war das? Okay. Bitte hier rein.